Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Let's Play Amnesia. Ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, was ich als nächstes mache. Und zwar habe ich vor, noch einmal zurückzugehen. Sozusagen nochmal diesen Turm hochzulaufen. Und da würde ich mir dann gern nochmal die anderen Türen angucken. Ob die weiter auch so weiterführend sind wie hier. Oder ob das nur so kleine Gänge sind. Ach, komm mal hier mal ein bisschen nicht. Haben wir genug Zunderbüchsen. Schadet auf jeden Fall nicht, ein bisschen Licht zu haben. So. Von hier kommen wir. Ich würde mich doch gerne ein bisschen umgucken. Genau aus dem Grund hier. Also jetzt nicht für diese eine Zunderbüchse, aber ich würde gern wissen, was es hier noch so Schönes gibt. Okay, die Tür lasse ich offen. Von da müssen wir nämlich wieder hin, damit ich es nicht vielleicht vergesse. Diese Tür bewegt sich nicht. Und was ist hier? Hier ist ein... Was ist denn das hier? Öl. Zunderbüchse, aber ich gucke mir erstmal die Notiz an. 9. August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay, das heißt, wir mussten wohl... Ich dachte, ich habe gerade Schritte gehört. Meine Zunderbüchse. Einige Tropfen Öl. Die Laterne ist mit einem... Was stand da noch? Kein Öl. Ja, da habe ich jetzt auch kaum Unterschied gemerkt. Irgendwas stimmt mit der Maschine nicht. Ein Problem mit der Maschine. Okay. Gibt es ja wieder relativ viel Zeug. Bleibt die Frage... wir diese Maschinen reparieren können. So. Ich auch erstmal wieder zu. Und gut, dass ich mich nochmal umgeguckt habe. Jetzt wissen wir nämlich, dass wir hier auf jeden Fall runter müssen. Und worauf wir achten müssen. Nicht, dass wir hier unten irgendwas finden. Den Zusammenhang gar nicht verstanden hätten, wenn wir jetzt sozusagen... nicht nochmal da hochgegangen wären. Aber ist ja alles ganz gut hier. Mehr oder weniger. Je nachdem, wie man das halt so sieht. Ah, you get it. What level? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Hier sind Maschinenteile versteckt. Was meinten der damit? I was my pupil. My pupil. Yes. Okay. I do take pride in that fact. Also, die Türen gingen ja beide nicht auf. Jetzt habe ich ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, wann ich die Folge angefangen habe. Ich rechne einfach mal von jetzt an noch 15 Minuten. Keine Ahnung, was ist. Ja. Irgendwie auch schlau. Hol mir extra mein Handy. Ich hier eine Stinks, hab eine Uhr.
aber ich habe nicht drauf geguckt. Fleisch. Jetzt haben wir Fleisch. Wozu brauchen wir denn Fleisch? Vielleicht können wir damit das Monster. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Okay. Ich gehe einfach mal jetzt hier oben noch ein bisschen lang. Da hatte ich ja was gehört. Und dann kommen wir auch gleich wieder runter. Komme ich jetzt nicht durch. Ja, gut gemacht. So, eine Zunderbüchse. So. Nein, da komme ich ja nicht durch. Hier war... war nix Entscheidendes. Nee. Gut, nur ein bisschen Dampf, Nebel, Rauch, was auch immer. Was gibt's hier? So, dann war ich jetzt, glaube ich, hier überall. Nee, hier habe ich, glaube ich, die Tür noch nicht aufgemacht. Glaube ich. Ich meine es nur auf der einen Seite getan zu haben. Jo, hier ist nämlich noch eine Zunderbüchse. Ja, dann... Boah, Mann. Nee, von da komme ich doch, oder? Hier ist doch... Habe ich wieder die Seiten vertauscht. Eigentlich muss ich ja da hinten hin. Jetzt eigentlich, glaube ich, alles gemacht, was ich hier soweit machen konnte. Und will auch hier auch nicht weiter. Altar. Gucken, was uns da erwartet. Ich habe nämlich keine Ahnung... Und hab schon irgendwie Befürchtung, dass es auf jeden Fall nicht allzu schön wird. Bis jetzt ist es noch hell. Wird das Vieh echt jetzt gehört? Kann es doch nicht sein, ich bin noch nicht mal reingegangen. Hä? Okay. Sieht ja komisch aus hier. Aber ich sehe kein Monster, das ist doch schon mal ganz gut. Wie lassen sich diese großen Türen nie bewegen? Wir hatten ja schon 2, 3 davon. Nie konnten wir... Ah, ich habe das Vieh gesehen. Oha. Oh oh, ich hab... Oh nee. Habe ich es gesehen? Ich glaube schon. Kommt das jetzt hier hin? Ja. Oho. 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 Ich glaube, das sieht mich hier. Ja, es hat mich gesehen. Ah, okay. Kann ich jetzt auch nicht so viel machen.
Aber anscheinend ist das hier ein bisschen dumm. Hä? Was? It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Ja, das war ja praktisch. Mehr oder weniger. Ich dachte schon, wir sterben. Die Frage, wo wir jetzt lang gehen sollen. So. Boah, hier ist aber komisches Licht, trotz meiner Lampe. Sieht das hier echt ganz schön komisch aus. Okay, da geht's noch runter. Mich erstmal hier ein bisschen um. Kann ich die Notiz nehmen? Ja. Wie ist die Sicht hier komplett anders? 12th of August, 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Hey. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Maschinenteile. Eimater. Okay. Okay, und anscheinend geht's uns gerade nicht so ganz gut. Vielleicht kann ich ja hier schon die Maschine reparieren. Aber nicht, wenn es sich nicht bewegen lässt. Boah, und das ist ganz schön laut hier. Guter Zustand, das bringt nichts. Okay. Kann man. Den Zustand vielleicht verschlechtern. Kann ich irgendwas aufnehmen? Konnte ich nicht gerade den Hammer nehmen? Doch, ja. Probier's einfach mal. Aber ich denke mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das Teer da drüber kippen muss. Nein. Dann muss ich erstmal wieder woanders hin. So, dann nochmal hier. Boah, ich dachte gerade, habe ich es wieder gesehen. Aber ich habe einfach nur bis zur Tür durchgeguckt. Sieht ja auch irgendwie cool aus hier, muss ich ja sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das jetzt nicht so machen sollte, wie ich das gemacht habe. Man muss bestimmt irgendwas mit dem Fleisch oder so machen, damit das Vieh weggelockt wird. Anscheinend habe ich irgendwie so ein. Ich weiß nicht, ob das echt so gemacht werden sollte. Hä? Tür zu. Und einmal Notiz. Ach, jetzt muss ich auch noch lesen. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippia gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschung von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend gefangen zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich
ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Mhm. Ich bastel mir so gerade ein bisschen die Story zusammen, aber sagt lieber nichts. Nicht, dass sie komplett falsch ist. Sieht ja cool aus hier. Naja. Was hat denn das zu bedeuten? Hat das überhaupt was zu bedeuten? Ich auch irgendwie in Ägypten oder Afrika oder so und haben da die Kugel gefunden. Vielleicht hat es was damit zu tun. Okay, hier ist ein bisschen Öl. Das ist natürlich nicht verkehrt. Aber sonst... das preußische Wappending. Und da kann ich auf jeden Fall nicht... naja, und wieder hinaus. Ich finde es hier unten irgendwie ziemlich interessant. Hoffentlich verstehe ich dann demnächst mal, was genau die Story mir mitteilen möchte. Wie das alles zusammenhängt und ob das am Ende nochmal irgendwie Sinn macht, was dieses Vieh eigentlich ist. Und da sehe ich irgendwas Lilanes dahinter. Was ist das denn? Das sieht ja irgendwie komisch aus. Ich frage mich, ob ich da einfach durchlaufen soll. Sockel hat eine glatte Haut. Stimmt für die Kugel. Oder auch nicht. Okay, aber was bringt mir das, das Teerzeug da drin? Okay, jetzt habe ich den Teer da reingeballert. Aber was bringt mir das denn? Ich will mich nicht, dass ich hier einfach so durch kann. Auf geheimnisvolle Weise versperrt. Die Sache, man hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Okay, jetzt haben wir aber ganz schön viel Zeug hier offen. Hm. Gab's hier echt nichts mehr? Komm, wir haben ja genug davon. Hoffentlich wird das Ende nicht irgendwie total hart und ich bereue jedes einzelne Fläschchen davon, das wir benutzt haben. Ich denke mal um... Is this your time, missing ten? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? Aha. Ich gehe mal wieder aus dem Altarraum raus, oder aus dem Altar. Und ich beende dann schon mal die Folge, denn ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die ging. Und habe ich lieber ein bisschen zu kurz als zu lang. Tut mir wirklich sehr leid. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss.